Viele sagen ja, Haushalt, das wäre so ein undurchdringliches Dickicht. Aber vielleicht kann ich ja mal erklären, warum es das nicht ist. Also, wenn man jetzt das Thema Haushalt hört, dann sagen ja alle, oh, das geht alles nicht, das funktioniert nicht. Aber wehe, einer sagt, wir müssen sparen. Dann kommt sofort, nee, da geht's nicht und da geht's nicht. Dann sagen immer alle, aber bitte nicht das schwierige Thema Rente anpacken. Machen wir's trotzdem mal. Aber gehen wir mal ins Detail beim Thema Rente. Also auf der einen Seite ist es der größte Posten im Bundeshaushalt. Kann so die grobe Daumenregel machen, 450 Milliarden ist der Haushalt. Circa 115 ist der Zuschuss für die Rentenversicherung. Ganz schön viel. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ist das Geldverschwendung? Darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht. Mir geht es darum, dass wir das sehen, denn es geht ja um Generationenvertrag, um Generationengerechtigkeit. Und Gerechtigkeit sieht jeder so ein bisschen anders. Aber halten wir mal fest, wir haben eine Verpflichtung über denjenigen, die jetzt Rentner sind, dass sie von dem, was sie eingezahlt haben, auch wenn es damals an ihre damaligen Rentner weitergegeben worden ist, insoweit eine Absicherung ihres eigenen Lebens im Alter haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Verpflichtung gegenüber der jüngeren Generation, dass sie nicht durch übermäßige Rentenversicherungsbeiträge, übermäßige Belastung des Haushaltes, Möglichkeiten verlieren, dass sie eine Zukunft haben, dass sie selber das Rentenalter erreichen. Ist nicht einfach, kann man das lösen? Also da gibt es viele Diskussionen, da geht es dann um abschlagsfreie Frühverrentung, da geht es um Mütterrente und ähnliches mehr. Mir geht es heute um die Frage, wie kann ich eigentlich Rente verbessern, ohne in diese Diskussionen immer hinein zu müssen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass in Zukunft vielleicht die Rentner auch ein bisschen davon profitieren, dass es der Wirtschaft gut geht? Einerseits natürlich, wenn es der Wirtschaft gut geht, sind die Gehälter höher, dann sind auch die Beiträge in die Rentenkasse höher und dann profitiert der heutige Rentner davon, dass gute Arbeitsplätze und gute Arbeit zur Verfügung stehen. Aber es gibt noch was Zweites. Und das kennt ihr vielleicht auch. Da gibt es so Leute, die sagen, oh, immer diese Kapitalisten, die von den großen Profiten an den Börsen, an den Aktienmärkten profitieren und das kritisieren. Dann wäre es doch eigentlich eine gute Lösung, wenn man sagt, das müsste, Entschuldigung für das Spiel, Otto-Normalrentner doch dann auch. Und genau das machen wir. Die FDP-Bundestagsfraktion sagt dann ganz klar und deutlich, dann machen wir doch eine gesetzliche Regelung, die dafür sorgt, dass der Otto-Normalrentner auch von Aktien profitiert. Und die sogenannte Aktienrente oder das Generationenkapital will genau das erreichen. Das heißt, wir nehmen Mittel des Bundes, Schuldenbremsen unabhängig übrigens an der Stelle, investieren sie in den Kapitalmarkt, der über die Zeit immer gestiegen ist und sorgen damit dafür, dass das, was wir an Aktien, an Wertpapieren in einen solchen Fonds hineinnehmen, dann etwas ist, was Profite für den Rentner, für die Rentnerin erzeugt. Und damit kann man dann Dinge lösen. Das ist vielleicht das, worauf es ankommt. Nicht einfach nur in den Streit gehen, wer mehr, wer weniger, was ist zu viel, was ist zu wenig, sondern zu sagen, wie sorge ich in unserer Gesellschaft modern dafür, dass andere davon profitieren können, wenn in der Welt gearbeitet wird, verdient wird und wie sorge ich dann dafür, dass das eben auch bei uns hier in Deutschland ankommt. Eine gute Lösung, wo ich nicht immer erstmal anfangen muss, wie viel Geld ist da, welche Generation kriegt was. Denkt mal drüber nach und vielleicht guckt ihr beim nächsten Mal bei Otto erklärt ja wieder rein, damit sich keiner hinter Dickicht verstecken kann.